Stirb. Oh ja, und die zählen zur Gattung Blutfliegen. Oh, Golem erwecken. Ich frage mich nur, ob ich den Eisgolem erwecken kann. In dieser Region. Das wäre cool. Ich kann es mal gleich probieren. Der könnte mir dann hier auch noch gegen die Echsenmenschen helfen. Soweit ich in Erinnerung habe, sind das hier mehr als an den anderen Orten. Wobei ihr konntet ja außer im Sumpf nicht viel sehen von Echsenmenschen. Naja. Trotzdem, ich versuch's einfach mal. Auch nee, ist ein Steinbohle. Naja, der wäre eh beim nächsten Schlag umgefallen. Oh ja, und das war dieser Vorhof zum neuen Lager. In Gothic 1. Das waren die Reisfelder. Und ich laber jetzt keine Scheiße, das stimmt wirklich. Die hatten Reisfelder. Ja, box mich. Und ja, das musste ich jetzt einfach, Leute. Ich bin so wütend jetzt langsam. Dass ich hier wirklich langsam alles mache. Mittlerweile müsste es aber eigentlich jetzt gefixt sein oder nicht erst wieder gehen mit diesen Aufnahmen, weil ich habe da testweise was aufgenommen, um zu gucken, ob das hier auch wieder geht. Und das geht auch wieder, zum Glück. Sonst würde ich wahrscheinlich gegen die Wand schlagen oder sowas. Ich will nicht ins Bett liegen. Ich will nicht ins Bett! Mann! Behindertes Bett. Leichter Fisch. Ich will mir auch nicht auf den blöden Hocker setzen. Ich will den Trank nehmen. Ach, da konnte man doch rüber. Okay. Dann geht's zum Drachen. Würde ich sagen. Hm, für Level 56. Ah, mein Kopf. Ah. Das ist an der Seite etwas weh. Da ist wieder ein Golem.
kümmere mich erstmal darum. Okay, das Irrlicht ist tot. Wobei, tot kann man ja nicht sagen. Ist einfach vernichtet. So. Heilung. Speichern. Da sind zwei Eisgolems. Einen schnellen Hering. Dann müsste ich es eigentlich schaffen. Bevor sie mich einfrieren. Was ich jetzt auch geschafft habe. Die will ich jetzt nicht looten. Looten und bluten. Es wird Blut fließen. Och nein! Oh Mann! Alter! Oh, wie verdammt. Alter, wie scheiße ist das denn? Dann rennen wir eben noch zur von der Burg aus. Wobei, ich schlafe jetzt. Genau, ich trinke. Ich habe jetzt einen so behinderten Geschwindigkeitsdrang gedruckt und es ist ja schon leer. Oh, ich kann Ferus sein Schwert geben. Ja, ich habe das gefunden. Ich habe dein Schwert gefunden. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Ich kann es nicht glauben. Das war doch schon vorher klar. Brot für die Welt. Au. Das hat mich gekratzt. Ein Boot im Brot für die Welt. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wow, ich bin irgendwie runtergefallen, ohne zu sterben. Die Kunst runterzufallen, ohne zu sterben. Wow. Richtig richtig nice. Richtig nice.
Wieso muss ich mich eigentlich nur zurück teleportieren? Wobei... Nee, nach da oben will ich... Wobei doch, ich gehe jetzt nach da oben. Weil ungefähr da oben komme ich dann zu Angar. Glaube ich zumindest. Da ist ein Drachensnapper. Oh, da sind noch mehr Drachensnapper. Speichern. Zwei, ich hätte einfach... einen Spielstand laden können. Ich bin auch so einer. Bin auch so eine Wurst. Na komm. Oh, Stärke plus 1. Das ist ja perfekt. Perfekt. Nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Ich werde mir jetzt noch einen schnellen Hering mal reinziehen. Und jetzt zu Angar gehen. Und der musste da oben sein. Hat er gesagt, der ist irgendwo in so einem komischen Stonehenge-Grabmal oder so ein Scheiß da gewesen. Oh, da ist ein Suchender. Was machen die hier im Minental? Da hätte er sein Amulett verloren. Und ich weiß noch, Diego wollte da nicht hinlaufen, weil der Ort war. Hey, du! Stimmt irgendwas nicht? Hörst du das? Ich habe noch nie in meinem Leben so ein fürchterliches Geräusch gehört. Was meinst du? Ich höre nichts. Die ganze Umgebung hier stinkt nach Tod und Verderben. Die verfaulten Kreaturen bewachen den Felseneingang zur Gruft da vorne. Etwas Grauenvolles verbirgt sich darin und schickt seine Schergen an die Oberfläche dieser Welt. Ich bin mir fast sicher, dass mir mein Amulett hier irgendwo abhanden gekommen ist. Hast du mit den Drachenjägern gesprochen? Ja, aber ich hatte eine Gemeinschaft erwartet, wie sie bei uns im Sumpflager üblich war. Die Jungs sind nichts anderes als ein wild zusammengewürfelter Haufen von Idioten. Nichts für mich. Was verbirgt sich in der Felsenhöhle? Irgendetwas lässt mich nicht an diesen Felseingang heran. Er wird von einer magischen Kreatur bewacht. Ich habe es nachts die Gegend absuchen sehen. Ein abscheuliches Wesen. Es schwebt zwischen den Bäumen hin und her und man hat den Eindruck, dass es alles Leben in seiner Umgebung aufsaugt wie ein Schwamm. Okay. Lass uns zusammengehen. Ich werde es versuchen. Wo ist der Angar?
Erfahrung plus 300, Erfahrung plus 300. Erfahrung plus 300. Okay. Anger ist gerade im Blutrausch. Nochmal Erfahrung plus 300. Der muss hier irgendwo sein. Ich werde ihn jetzt finden. Blutrausch. Killing Spree. Oder Dreifachtötung. Oh, der war hier unten. Nur Tod und Verderben. Lol. Skelettmagier. Ich dachte, der wäre woanders hin. Ich habe ihn ja zuvor... Ihr habt ja gesehen, ich war schon unten und es hat nur 60 Erfahrung. Dann habe ich die Gegend abgesucht, aber vielleicht gerade gegen irgendwas anderes kämpft. Gegen so einen schweren Kampf, wo etwas länger braucht, um ihn eventuell zu finden und zu helfen. Dann habe ich die Viecher getötet und dann plus 300 XP, 300 XP, 300 XP und so. Und dann, ja. Hat er hier anscheinend alles getötet. Und dann bin ich ja hier runtergekommen und es war nichts mehr da. Ich glaube, die Klaue ist auch schon ausgelevelt. Ich weiß es nicht. Ich dachte, es ist plus 20 oder sowas. Das wäre cool gewesen. Hey, du! Ich habe dein Amulett gefunden. Danke. Ich dachte schon, ich würde es nie wiedersehen. Was hast du nun vor? Nichts wie raus aus diesem verfluchten Tal. Vielleicht sehen wir uns noch mal wieder. Leb wohl. Warte mal. Okay, dann werde ich hier die Drachen töten, letzten Drachen noch töten. Der letzte Drache. Und dann würde ich mal behaupten. Dann werde ich noch nach Corinis gehen und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Ich hoffe, ich brauche nicht mehr allzu lang. Weniger als eine halbe Stunde, weil dann ist 21 Uhr und dann muss ich ins Bett. Nicht Spaß. Ich muss ja nicht ins Bett. Aber ich will ja spätestens dann fertig sein. Weil ich würde jetzt dann ungefähr schauen. Wir haben jetzt halb neun. Ich bin hier schon ungefähr jetzt eineinhalb Stunden am Gothic 2 spielen. Und das ist halt auch da, weil ich habe keinen Bock, das jetzt mehr mitzunehmen. Ich habe genug Gold, ich brauche das nicht mehr, ich kann es auch nicht. Wenn ich es verkaufe, bringt mir es eigentlich auch irgendwo nichts mehr. Ich habe jetzt eigentlich irgendwo schon ausgesorgt. Dann noch auf zum Drachi. Leinchen. Habe ich das Orgeinos aufgeladen? Ja. Und sogar angelegt. Das ist sehr gut. Sehr gut. Gut. Na.